So Leute, da bin ich auch wieder zurück mit einem kleinen, aber feinen Infovideo, nämlich, wie ihr auch im Thumbnail und Titel schon gesehen habt, es geht um den Neymar Skin. Vorweg, wir gucken uns gerade mal den Trailer an, ich habe mir eben selber nur mal kurz angeguckt, also ich würde sagen, wir bekommen zwei verschiedene Stile, aber warum, gucken wir uns jetzt gerade an. So, zack, warte mal, hier seht ihr einen normalen Fußballspieler und da ist er verkleidet, in Anführungszeichen. Mal wirklich drauf. Also ich denke mal, wir kriegen zwei verschiedene Stile von ihm auf jeden Fall. Achtung, also wir kriegen ganz am Anfang eine menschliche Figur angezeigt und dann eine verwandelte. Wird ja auch Sinn machen, wenn wir uns den Hintergrund angucken. Quasi einmal eine Wolf-Variante vom Neymar und einmal eine Trikot-Variante. Wir gucken nochmal, achtet mal drauf. Da ist das Trikot und jetzt ist er verwandelt. Also ich würde behaupten, wir werden das Ganze so bekommen, denn wenn wir uns das Internet mal angucken, weil richtig geleakt ist da auch noch nichts. Wir haben einfach hier die Paris-Variante, das war ganz am Anfang, als bekannt wurde, dass Neymar generell reinkommt. Dann haben wir aber noch hier diese Variante und die kommt schon eher hin. Aber ich glaube, selbst so wird er am Ende nicht aussehen, denn ich weiß nicht, vom Optischen her würde ich sagen, sie haben nicht so dunkel gemacht und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und dann, wir gehen mal kurz in den Battle Pass, wo das Ganze wahrscheinlich stattfinden wird. Nämlich, ich vermute, genau hier. Ich schätze mal, dass wir ein Emote bekommen mit ihm. Ihr seht ja schon, Neymar Belohnung, einmal den Skin. Dann ist halt die Frage, kriegen wir nur den normalen Skin und den als zweiten Skin oder ist das hier der normale Skin und das die quasi Verwandlung? Ein Emote wird wohl auch dabei sein, hoffe ich auf jeden Fall mal. Aber es ist halt die Frage, was bekommen wir für Aufgaben dabei? Weil ich denke mal einfach, das wird genauso ablaufen wie mit dem Predator Skin, dass wir halt bestimmte Aufgaben machen müssen. Zum Beispiel schieße ein Tor oder keine Ahnung, lassen wir uns einfach mal überraschen. Das sind halt so die Informationen, die ich jetzt so sammeln konnte, weil einige natürlich irgendwas sagen, aber in Anführungszeichen wissen tut's gar keiner, weil geleakt wurden die Aufgaben jetzt auch noch nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, schlauer sind wir jetzt immer noch nicht. Denkt dran, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.